Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder? Was hast du gesehen? Also, was immer die sind und was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich gehe nicht mehr hin, selbst wenn Vater Matthias es befiehlt. Verdammt! Verstärkung! Die sind und was immer sie da oben tun, ist echt übel. Lauf! Verdammt! Thank you.
Soldaten. Ohne Scheiß. Hast du Odi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder? Was hast du gesehen? Also, was immer die sind und was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich brauch Hilfe! Käfige, Wölfe, werden hier gezüchtet. Thank you.
du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay. Sei vorsichtig. Es ist zu ruhig.
Hatten sicher einen leichteren Weg nach unten.
Ich muss etwas Stärkeres finden. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran.